bevor ich mir hier noch zu Tode quatsche. Komm, Guybrush, einmal Tür auf und rein mit dir. Das sind mal große Grockkrüge. Was haben Sie der Scamba nur angetan? Willkommen in der Luaba. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay, ich bin ein wenig... Ja... Sprich mit Bedienung? Nee, eigentlich wollte ich mit der... Was? Tropengetränke? Einige bizarr aussehende Cocktails. Quatschen wir mal mit der... Hallo? Mit der Kundin wollte ich reden. Verzeihung. Ja? Wissen Sie, was mit der Scamba passiert ist? Scamba? Was soll das sein? Na, diese Kneipe, bevor sie umdekoriert wurde. Die Scamba war ein herrlich dunkles Loch und es stank wunderbar bestialisch nach Grog. Klingt ja ekelhaft. Ach ja, es war großartig. Ja. Und, was gibt's? Was? Sie sind nicht von hier, ja? Sie sind nicht von hier, was? Sieht man das? Wenn ich verreise, versuche ich immer nicht wie ein Tourist auszusehen. Ich möchte das Land, das ich besuche, nämlich wirklich kennenlernen. Dann sind Sie hier falsch. Gehen Sie mal runter zu den Docks, da fließt der Grog noch in Strömen. Klingt ja nicht sehr verlockend. Das hier ist mir authentisch genug. Trotzdem, danke. Authentisch genug? Das ist eine komische Hawaii-Bar. Das hat nichts mit Piraten zu tun. Was kann man denn hier essen? Mögen Sie Sushi? Ich glaube nicht. Dann sollten Sie sich daran gewöhnen. Bestellen Sie zuerst etwas Gekochtes und arbeiten Sie sich dann zu den echten Leckereien vor. Leckereien? Ich hoffe, Sie sprechen nicht von dem Zeug, das aussieht, als hätte es jahrelang im Brackwasser gelegen. Oh, der Aal? Etwas Besseres gibt es nicht. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten. Wenn Sie das sagen. Ja, gut. Irgendwie, ja gut, hier gibt's also nur Sushi. Was? Essstäbchen? Das sind billige, hässliche, in Massen produzierte hölzerne Essstäbchen. Können wir die mitnehmen? Natürlich können wir die klauen. Es gibt nichts, was Guybrush nicht klauen würde. Einige bizarr aussehende Cocktails. Nein, danke. Mir hilft heute nur noch ein Grog. Ja gut, oh Gott, ich sehe da oben schon dieses Band laufen. Nein, ich möchte noch nicht mit der Bedienung sprechen. Ich wollte noch mich umgucken. Was? Barhocker? Auf diesen Barhockern sind Blumen. Das erscheint mir doch sehr merkwürdig. Und, moderne Kunst? Ein Gemälde. Komisch. Scheint aus Wachs zu sein. Okay. Ja, gut. Ich will erst nochmal... Ups, Verzeihung. Oh, jetzt... Nein, Guybrush! Sprechen wir mal mit dem Kunden. Können wir mit dem Patron... Ja, reden wir mit Verzeihung? Ihm. Ah, hallo. Toller Aufzug. Was? Wie? Was meinen Sie mit toller Aufzug? Mann, Sie sehen total echt aus. Wie ein richtiger, na, Sie wissen schon, Seeräuber. Arbeiten Sie hier? Nein, ich bin ein richtiger Seeräuber. Meine Frau ist hier Gouverneurin und ich bin ein mächtiger Piratenkapitän. Genau. Wow, Sie sind wirklich gut. Was können Sie mir empfehlen? Hier. Wussten Sie, dass das hier mal eine echte Piratenbar war? Ja. Ich? Noch echter als heute? Oh ja, es gab echten Grog, echte Piraten und echte Schlägereien. Mann, das klingt fantastisch, aber was ist Grog? Ja, da ist Hopfen und Malz verloren. Auch wenn Hopfen und Malz gar nicht im Grog drin ist. Und was kannst du mir empfehlen hier? Was können Sie mir empfehlen? Oh, es schmeckt alles großartig. Wirklich? Diese Sushi-Pampe sieht ziemlich seltsam aus, wenn Sie mich fragen. Verraten Sie es niemandem. Aber ich mag das Zeug auch nicht. Aber alle anderen hier essen es. Und immerhin ist das doch echtes Piratenessen, oder? Wenn Sie kein Sushi mögen. Ich habe gehört, dass die flambierten Kuddeln lecker sein sollen. Genießen Sie Ihren Urlaub. Darauf können Sie wetten. Nein. Verzeihung, Miss? Ich bin gleich bei Ihnen. Warum setzen Sie sich nicht erstmal? Okay, wir sollen uns erstmal setzen, aber können wir noch irgendwas klauen hier? Irgendwas mitnehmen? Barhocker? Können wir da in die Küche? Südalor, du hast ihr nicht zu suchen. Mach die Tür zu oder ich mach dich einen Kopf kürzer. Liebe Zeit, der hat eine Laune. Ja, dem geht's irgendwie nicht so gut. Ausgestopfte Schwein. Schweinebraten. Hey, Moment mal, hier steht, das ist Schwein-Sashimi. Das Schwein ist gar nicht gar. Was? Rohes Schweinefleisch esse ich schon länger nicht mehr. Nee. Sonst gibt's hier wirklich nichts. Ich trau mich noch nicht, hier was zu essen. Obwohl, wo? Müssen wir uns an einen Barhocker setzen, oder was? Benutzen? Ich setze mich hier drüben hin. Okay. Na gut, dann halt hier drüben. Direkt zu diesem unauffälligen Gemälde.
Was? Betrachte Sushimi-Bootantrieb. Im Wasser gibt es irgendeinen Mechanismus, der die Boote antreibt. Busushi-Boot-Kanal? Oh, putzig. Kleine possierliche Bötchen, die kleine possierliche haben durch ein kleines possierliches Restaurant schippert. Steht auf diesem albernen quadratischen Tablett etwa ein winziges Gericht? Davon wird ja nicht mal ein Eichhörnchen satt. Was soll das? Verzeihung, Miss? Ja. Miss? Sie wünschen? Was ist mit der Bar passiert? Was ist mit der Scamba passiert? Oh, wir haben jetzt ein neues Management. Seitdem sind hier Piraten, Saufgelage und Dirnen verboten. Boah. Was? Aber Piraten und Dirnen, das war doch das Beste an der Scamba und Saufgelage. Aber was spricht gegen Dirnen? Ich meine, sie haben der Bar erst das typische Flair gegeben. Unsere Dekorateure haben sich für Realismus ohne Schrecken entschieden. Sie haben darauf bestanden, dass die Dirnen durch Totems und Bambus ersetzt werden. Wir verkaufen zwar weniger Drinks, aber dafür können wir das Licht wieder anmachen. Aber ich mochte die Piraten. Oh Mann, niemand mag heutzutage echte Piraten. Das ist sowas von gestern. Ach, Menno. Und was ist mit Saufgelagen? Aber ich mochte die Saufgelage. Wir haben die harten Sachen durch familienfreundliche Getränke ersetzt. Wir haben eine ziemlich große Auswahl. Entschuldigen Sie mich, ich muss die anderen Gäste bedienen. Hallo? Verzeihung, Bedienung! Miss. Kann doch wohl nicht angehen, dass sie einfach abhaut. Miss? Sie wünschen? Ich bin ein durstiger Pirat. Was können Sie empfehlen? Können Sie mir etwas empfehlen? Oh, das Sushi ist hervorragend. Unser Küchenchef ist einer der besten Köche der Welt. Was ist Sushi? Ist das Ihr Ernst? Das ist heutzutage jeder. Okay, Sushi ist roher Fisch, der aus natürlichen Zutaten aus dem Ozean kunstvoll zubereitet wird. Das klingt ziemlich ekelhaft. Nun, wir haben auch ein warmes Gericht für weniger aufgeschlossene Menschen wie Sie. Besuchen Sie die flambierten Kuddeln. Okay. Was ist mit Getränken? Ich bin ein mächtig durstiger Pirat. Was darf ich Ihnen bringen? Grog. Ein Grog bitte. Ich könnte einen starken Grog vertragen. Ich denke drüber nach. Ein Grog, bitte. Das führen wir nicht. Aber wir haben eine exquisite Auswahl an Tropencocktails. Was? Keinen Grog? Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber ich bin sicher, dass wir es nicht führen. Wie wäre es mit einem Tropencocktail? Zu jedem Drink gibt es ein lustiges Schirmchen gratis. Yay! Was für Schirmchen-Cocktails? Was ist das denn eigentlich für eine Bar? Was ist das für eine Bar, in der es keinen Grog gibt? Ich serviere seit Monaten in verschiedenen Bars die Getränke. Und ich kenne keine Bar, in der es Grog gibt. Aber früher gab es hier nichts anderes. Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, was für Cocktails haben Sie denn? Was für Schirmchen-Cocktails haben Sie denn? Also, ich könnte Ihnen einige besondere Spezialitäten anbieten. Einen Tiefsee-Julep oder einen Korallenriff-Highball, einen Mönchsfisch-Mango-Tonic oder einen Barnacles-Schädelsprenger. Ich hätte wirklich gerne einen Grog. Ich hätte wirklich gerne einen Grog. Mir scheint, Sie hatten schon zu viele. Wenn Sie sich nicht beruhigen, muss ich Sie rauswerfen. Lassen Sie sich Zeit. Sie und welche Muskeln? Kann ich etwas bestellen? Ich hätte gern... Kann ich etwas bestellen? Sicher. Was darf ich Ihnen bringen? Was können Sie mir empfehlen? Haben Sie noch andere warme Gerichte? Was ist die Spezialität des Hauses? Haben Sie noch andere warme Gerichte? Besuchen Sie die flambierten Kuddeln. Das ist unser einziges warmes Gericht. In Ordnung. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Wir müssen das sagen. Ihre Bestellung wird in Kürze gefangen. Was heißt hier, wird in Kürze gefangen? Okay. Oh, ich hör's brennen. Da müsste gleich da kommt unser... Okay. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? So ein brennendes Schiff? Oh nein, ich hab's verpasst. Dreht das jetzt die Runde? Das Bild ist aus Wachs. Oh. Schade, können wir das Ding irgendwie anhalten? Bootantrieb. Nein, dieser Metallkram sieht ziemlich scharf aus. Ich muss das Ding mit etwas anderem lahmlegen. Ich kann es also lahmlegen. Nein, echte Piraten trinken nichts derart Schönes. Okay, ich frage mich gerade, also wenn wir das lahmlegen sollten, dann müssen wir das Boot unter dem Wachsbild zum Stehen bringen, damit das Wachsbild schmelzt. Aber fährt das jetzt die ganze Zeit da rum? Moderne Kunst? Ein Gemälde. Ich glaube hier... Oder haben wir irgendwas, womit wir das anhalten können? Was? Ohrringe? Nein, eigentlich wollte ich die angucken. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Nein, Inventar. Ich wollte mir die Ohrringe angucken.
ein paar alte hölzerne Ohrringe. Sie sind rosa. Hm, und das? Die Kette sieht neu aus, wie die wohl zu den alten Erbstücken geraten ist. Hm, und ein Stift. Auf dem Stift steht, zweite Bank von Luke. Der muss während des Bankraubs in die Truhe gefallen sein. Ich hoffe ja wohl nicht, dass Großpaps Mali den geklaut hat. Das sind billige, hässliche, in Massen produzierte hölzerne Essstäbchen. Die können wir aber nicht in den Antrieb stecken, oder? Ramme Essstäbchen in Sushi-Boot-Antrieb. Moment, wo ist das Schiff? Wenn, dann müssen wir das so reinrammen, dass das Schiff unter dem Gemälde zum Stehen kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das braucht, aber jetzt ist noch zu früh. Moment, ich warte, bis es kurz vor der Kurve ist. Jetzt. Mist. Die Essstäbchen waren zu schwach. Nur wenigstens habe ich jetzt 4 davon. Gut, dann haben wir wohl noch nicht... Ich glaube, wir haben kein Item, womit wir das Ding anhalten können. Nee, wir haben ja gar nichts mehr an Items. Das gibt's ja nicht. Kamera, lass das. Oh, ich hasse diese Grim Fandango-Kamera, die immer dann umschaltet, wenn sie nicht umschalten soll. Seltsame Tropengetränke. Nee, wir gehen erstmal wieder raus und gucken uns mal auf dem Rest der Insel um. Ich habe da schon so einen Verdacht, was wir mit den Ohrringen anstellen können, weil wir haben ein pinkes Schiff. Das ist aus Holz. Wo ist denn das? Wollt ihr wirklich, dass die untoten Heerscharen der Hölle in die Finanzpolitik von Mealy Island eingreifen? Ich glaube nicht. Danke für eure Zeit, Bürger. Und denkt daran, gebt eure Stimme am Wahltag Elaine Marley. Aber Elaine, da ist doch keiner mehr. Der ist auch verkauft. Wow, das ist mal ein biegsamer Meerjunge. Ja. Okay. Wir waren noch gar nicht bei Meathook da oben. Aber eigentlich wollte ich zum Hafen. So. Oh, was blitzt? Da blitzt irgendwas. Anscheinend hat in letzter Zeit jemand ziemlich viele Grogs getrunken. Dieses Glitzern ist doch verdächtig. Wechselgeldschach. Hey, eine Münze. Nimm. Das hebe ich nicht auf. Nein, nimm. Eine Münze. Nimm. Nimm, Guybrush. Warum nicht? Da kann man kein Geld reinstecken. Ach nein, hier. Kaputt. Dämlicher Grogautomat. Toll. Wenn das schon angeboten wird. Schlage. Da. Schüttle. Beschimpfe. Gib mir sofort mein Geld zurück. Ja. Böser Grogautomat. Huch. Okay. Grogdosen. Jackpot. Nimm. Trinke Grogdose. Guybrush, was habe ich dir über Grog erzählt? Guybrush Ulysses Threepwood. Kein Grog, bevor ich alles erledigt habe. Ach, Elaine, Menno. Können wir noch eine nehmen? Ich habe schon einen. Ja. Ich wüsste zu gerne, wo die Hafenmeisterin geblieben ist. Ja, wo ist die hin?